Ich wette, ihr habt auch einen Akkusauger, der mit der Zeit an Leistung verloren hat, weil er mit einem Nickel-Cadmium-Akku ausgestattet ist. Meiner hatte einen 14,4 Volt NC-Akku und wie erwartet ging der Akku stark in die Knie. Da gibt es drei Möglichkeiten. Erstens, einen neuen Akku zu besorgen, zweitens, den Sauger als Elektroschrott entsorgen, drittens, einen Lithium-Ionen-Akku anbauen. Ich entschloss mich für die dritte Möglichkeit. Ein Akku war schnell gefunden. Ein bekannter Discounter verkauft einen 20 Volt Akku sowie ein passendes Ladegerät für jeweils unter 20 Euro. Ich höre schon den Aufschrei. Der Staubsauger hat einen NC-Akku mit 14,4 Volt und der LiPo vom Discounter hat 20 Volt. Das sind 5,6 Volt mehr. Doch keine Angst. Einem Gleichstrommotor ohne sonstige Elektronik machen 5,6 Volt mehr absolut nichts aus. Im Gegenteil, der Sauger hat mehr Leistung. Den höheren Strom und die resultierende größere Erwärmung kann man ignorieren. Man sollte den Sauger aber nicht im Dauerbetrieb benutzen. Fakt ist, mit diesem Akku können viele weitere Geräte betrieben werden. Ich habe bereits einen alten Akkuschrauber und eine Bluetooth-Box damit ausgestattet. Vom Discounter original angeboten werden ein Winkelschleifer, ein Akkuschrauber, einen Rasentrimmer, eine Heckenschere und vieles mehr. Der Anbau des neuen Akkus gestaltet sich recht einfach. Den alten NC-Akku habe ich zerlegt, denn nur das Oberteil wird weiterverwendet. Aus 6 mm Sperrholz habe ich dann einen passenden Einschub zugeschnitten. Mit eingeklebten Steckkabelschuhen verbinde ich den Akku mit dem Sauger. Darauf wird ein weiteres Sperrholzteil in Form des alten Akkugehäusedeckels aufgeschraubt. Die Kabel sind schnell verlötet, bitte auf richtige Polung achten. Miteinander verklebt habe ich die Holzteile und dann mit dem alten Deckel verschraubt. Fertig. Somit steht einem ersten Probelauf nichts mehr im Wege. Der Akku kann zum Laden einfach abgezogen und dann auf das Ladegerät gesteckt werden. Im Prinzip kann für jedes akkubetriebene Gerät mit 18 bis 20 Volt ein entsprechendes Adapterteil hergestellt werden, entweder aus Holz oder mittels 3D-Drucker. Dieses Video soll keine exakte Bauanleitung sein, denn bestimmt haben eure Geräte andere Abmessungen und Formen. Natürlich können auch Lithium-Ionen-Akkus selbst gebaut werden mit den bekannten 18650 Zellen, aber nur in 4,2 Volt Schritten. Aber das wird ein anderes Video werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Kreationen.